Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live und mir zugeschaltet via Skype ist jetzt die Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Grüß Gott, Frau Ministerin. Grüß Gott. Frau Ministerin, Sie haben heute bekannt gegeben, dass aufgrund sozusagen dieser Hilfen schon 10 Milliarden Euro an Garantien, aber auch an Geld ausbezahlt wurde. Wie viel wurde denn jetzt wirklich schon ausbezahlt und wie teilen sich diese 10 Milliarden auf? Ja, es ist ganz wichtig, dass wir sehr schnell sind und ein großer Teil ist natürlich der Härtefallfonds für jene, denen wir ihr Einkommen ausgleichen wollen, die sonst nichts haben, mit denen sie sich die Lebensmittel kaufen können oder auch die Miete bezahlen. Und wenn wir hier schauen, dann haben wir 144.000 Anträge, die wir bearbeitet haben und 121 Millionen Euro wurden zum Beispiel aus dem Härtefallfonds entsprechend auch ausbezahlt. Was es dann noch natürlich gibt, ist ganz eine große Anzahl von Garantien, die vor allem auch für Klein- und Mittelbetriebe notwendig sind bei der AWS. Und hier haben wir bereits knapp 5.000 genehmigte Anträge und Garantien von in etwa 940 Millionen Euro. Also wenn man das hochrechnet auf das Kreditvolumen, das vergeben worden ist, dann ist das über eine Milliarde. Auch bei der ÖHT, die ist ja die Spezialbank für die Touristiker, dort sind 940 genehmigte Anträge da zu 150 Millionen Euro. Und bei der ÖKB, das ist jene für die größeren, 85 genehmigte Anträge im Ausmaß von 690 Millionen Euro. Das sind die Instrumente, die sehr, sehr gut angenommen werden. Natürlich auch die Kurzarbeit als Instrument, das ganz, ganz wichtig ist und stark angenommen wird. Das sind so die wesentlichsten Bereiche und die Steuerstundungen ebenso. Jetzt gibt es dennoch auch viel Kritik von Unternehmern, die sagen, das Ganze ist sehr bürokratisch, sie kommen nicht an ihr Geld, sie kommen nicht zu den Hilfen. Können Sie das nachvollziehen, diese Kritik? Ja, es ist natürlich, wenn man in einer so schwierigen Phase ist und so viel leidet und so viel Sorgen und Angst hat, verständlich, dass alles, was man ausfüllen muss, in irgendeiner Form eine Belastung darstellt. Aber wir haben das wirklich auf ein Minimum reduziert und natürlich muss man auch in irgendeiner Form einen Nachweis bringen, zu schauen auf die Steuererklärung in dem Zusammenhang oder eben auch nur mal nachzusagen, dass man belastet ist. Das war beim Härtefallfonds 1 sehr, sehr einfach. Jetzt bei den 6.000 Euro ist ein bisschen mehr zu bringen, aber nicht im Verhältnis zu dem, was es früher alles gebraucht hat. Bei der AWS ist ganz wichtig, es fällt sehr, sehr viel weg. Viele Nachweise sind weg. Es gibt ein automatisiertes Verfahren. Was heißt das, wenn ich eine Garantie brauche und die Bank reicht mit mir gemeinsam ein, bekomme ich sofort die Antwort. Und dann ist mir wichtig, was die Banken betrifft, dass zum Beispiel kursiert immer das Gerücht, es müsste für Klein- und Mittelbetriebe auch Businesspläne erstellt werden. Natürlich müssen die nicht erstellt werden. Sie werden von uns nicht verlangt. Und meine Bitte ist auch und meine Aufforderung an die Banken, die entsprechend auch nicht zu verlangen. Man ist immer noch so in diesem Modus drinnen, es braucht doch einen Businessplan. Das Einzige, was es braucht, ist, dass das Unternehmen vor der Krise gesund war. Das ist das Einzige, was notwendig ist für ein KMU, um eine Garantie zu bekommen. Jetzt haben Sie auch heute gefordert, dass das EU-Beihilfenrecht ausgesetzt werden soll. Warum soll das ausgesetzt werden? Was bringt das? Ja, im Moment ist es so, dass es natürlich sehr, sehr viele Verhandlungen mit der EU braucht, um diese Veränderungen unterzubringen. Wenn Sie sich erinnern, wir haben begonnen mit 80-prozentigen Garantien, dann auf 90 und dann auf 100-prozentige Garantien. Und all das ist im Rahmen der EU vorgegeben. Was bringt es, ist ganz konkret, das EU-Beihilfenrecht stellt darauf ab, dass wir innerhalb der Europäischen Union keine Wettbewerbsverzerrung haben. Das ist aber nicht mehr anwendbar.
Es geht nicht darum, um innerhalb der EU den Wettbewerb nicht zu verzerren, sondern es geht darum, gegenüber anderen Kontinenten wie Asien und den USA gut durchzukommen. Und da muss es uns schon gestattet sein, vor allem unseren Klein- und Mittelbetrieben zu helfen. Da geht es mir nicht so sehr um die Großen, sondern um die Kleinstbetriebe. Jetzt ist auch heute bekannt geworden, dass 900.000 Menschen mittlerweile in Kurzarbeit sind. Das ist natürlich, muss man sagen, eine Riesenzahl. Wie viel glauben Sie, kommen denn da noch dazu? Ist das jetzt schon das Ende der Fahnenstange oder rechnen Sie damit, dass hier weitere Anträge kommen? Naja, die wirtschaftliche Lage ist sehr, sehr schwierig und einige Unternehmen haben gesagt, sie haben jetzt noch Aufträge, aber in den Lieferketten wird es schwierig, vor allem die mit Italien und mit Deutschland stark vernetzt sind. Da wird vielleicht das ein oder andere noch möglich sein, aber es ist schwer vorauszusagen, welche Zahlen das genau sind. Ich bin mal froh, dass wir dieses Instrument schaffen konnten, weil wenn man sich überlegt, wenn all diese Menschen Arbeitslose sind, dann haben wir ein riesiges Problem, die Struktur noch aufrechtzuerhalten. Und das gelingt halt mit der Kurzarbeit so. Es gibt auch da viel Kritik, sie sind zu langsam oder es dauert zu lange. Aber da kann man immer nur sagen, das ist eine riesige Menge für das AMS zu bewältigen. Und jeder Antrag wird angenommen. Es dauert nur manchmal ein bisschen in der Abwicklung. Wenn wir über diese Hilfsunterstützungs- oder sozusagen über die Unterstützung auch sprechen, fällt ja natürlich auch immer die Austrian Airlines, also die AUA, die soll einen sehr hohen Millionenbetrag bekommen. Soll sich der Staat Ihrer Meinung nach im Gegenzug dann an der AUA auch beteiligen? Auch das steht ja im Raum als Teilverstaatlichung. Ja, also Sie verwenden richtig den Konjunktiv, also sie soll oder sie möchte oder sie würde. Bei uns können alle großen Unternehmen in Verhandlungen treten und in Gespräche treten. Und das hat halt die AUA, die Lufthansa, muss man speziell sagen, getan. Die anderen Unternehmen steht das genauso offen, wenn sie hier die Unterstützung brauchen. Und es wird sich dann nach den Zahlen, Daten und Fakten entscheiden. Wichtig ist Standortgarantie, wichtig sind die Arbeitsplätze zu garantieren, aber natürlich langfristig. Was nicht geht, ist, es wurde schon einmal 500 Millionen in die Lufthansa hineingezahlt und dann wieder hineinzahlen. Ich bekomme auch hier ganz viel Feedback von unterschiedlichsten Unternehmen, die sagen, da braucht schon strenge Bedingungen und das werden wir der Lufthansa gegenüber auch äußern. Auch die Pläne oder entsprechenden Vorlagen, die gegeben werden müssen, höchste Qualität haben und da sind die Gespräche noch lange nicht zu Ende. Aber wenn Sie sagen strenge Bedingungen, das heißt, dass auch eine Beteiligung an der AUA steht im Raum? Ja, ich weiß, dass immer alle sagen, so die Beteiligung des Staates an Airlines, das ist so das Ultima Ergebnis und dort muss hinlaufen, sehe ich nicht so. Was ich davon sehe, ist, dass die Lufthansa wirklich auch ihre Aufgabe erfüllen muss, sich um ihr Tochterunternehmen zu kümmern. Ich habe viele Jahre in großen Unternehmen, auch in Konzernen gearbeitet. Da ist es primär zuerst einmal die Aufgabe der Konzernmutter, das sicherzustellen und nicht so sehr der Staaten einzugreifen. Aber es gibt das Instrument, so auch für die Lufthansa, über größere Beträge zu diskutieren. Ob sie es dann werden, das werden wir sehen. Jetzt ist auch ein sehr heiß diskutiertes Thema, das bei Ihnen im Ressort liegt, die Gastronomie und ab wann die wieder geöffnet werden soll und wie. Wie können Sie sich denn so eine Öffnung der Gastronomie vorstellen und ab wann kann das passieren? Ab Mitte Mai? Also der Tourismus gehört ganz konkret in das Ressort der Elli Köstinger. Aber natürlich ist es Teil des Wirtschaftsstandortes und ein wichtiger Punkt. Es wird hier ein Maßnahmenplan Schritt für Schritt erarbeitet. Den möchte ich nicht vorgreifen. Aber natürlich ist es hier wichtig, dass wir schaffen, Gastronomie, Tourismus in Stufen wieder langsam in eine Normalität zu führen. Aber da wird sie sicher einen guten Plan ausarbeiten. Aber Öffnungszeiten auch am Abend, weil auch das war ja etwas, was sehr vielen Gastronomen sauer aufgestoßen ist.
Ja, ich habe davon gelesen, selbst in den Zeitungen, dass hier diese Diskussion losgebrochen ist. Und ich weiß sehr konkret nicht, woher das kommt. Das ist im Moment nicht Teil des Planes und das haben wir auch heute so kommuniziert. Also das heißt, das stand auch nie im Raum, dass man am Abend schließt. Wenn die Gastronomie aufsperrt, dann soll sie auch am Abend aufsperren, aber eben unter bestimmten Voraussetzungen und der Wahrung von Sicherheitsstandards. Ja, die Sicherheitsstandards sind das Wichtigste. Wie sieht es denn aus mit der Öffnung von Schanigärten? Darf man dann nur im Freien sitzen, Ihrer Meinung nach, oder darf man da auch drinnen schon sitzen? Weil auch das ist ja ein bisschen unklar momentan. Ja, auch dem vorzugreifen wäre wahrscheinlich nur einen einzelnen Punkt herauszunehmen. Aber es gilt immer dieser eine Meter Abstand, es gilt immer der Mund-Nasen-Schutz und die entsprechende Reinigung. Und was natürlich besonders wichtig ist in der Gastronomie ist, dass derjenige, der mir das Essen serviert und auch zubereitet, dass der geschützt ist, selber geschützt ist, aber vor allem auch das Essen geschützt ist, sodass wir hier keine Ansteckungen haben, aber da werden wir sicher gute Lösungen finden. Mhm. Verstehen Sie den Unmut, den da viele Gastronomen geäußert haben in den letzten Tagen? Ja, die Gastronomie und der Tourismus ist sehr, sehr stark betroffen. Aber wie gesagt, wir haben nichts kommuniziert vorher, sondern wir wollen uns zuerst mit Fachexperten zusammensetzen und ein gutes Gesamtkonzept erarbeiten und dann hinausgehen, wie die verschiedenen Informationen entstanden sind. Das passiert manchmal. Das ist sicherlich nichts, was aus unserer Gruppe herausgekommen ist. Jetzt ist heute auch bekannt geworden, dass die Regierungsmitglieder auf ein Monatsgehalt verzichten werden und dieses spenden werden. Werden Sie das auch tun? Werden Sie ein Monatsgehalt spenden für einen Solidaritätsfonds? Ja, ich halte das für eine gute Idee, dass auch wir hier ein Signal und ein Zeichen setzen. Es gibt ganz viele Menschen in Österreich, die große Probleme haben und das ist nur ein kleiner Beitrag, den wir leisten können. Und Sie werden das auch tun? Sie werden ein Monatsgehalt spenden? Selbstverständlich. Und soll das nur auf die Regierung zutreffen oder würden Sie sich wünschen, dass auch andere Bundespolitiker wie beispielsweise Nationalratsabgeordnete diesem Beispiel folgen? Nein, also ich kann nur für mich ganz persönlich als Ministerin für Wirtschaft sprechen. Ich möchte hier auch einen Beitrag leisten und da ist es wichtig, dass wir als Regierungsmitglieder hier mitmachen und das auch entsprechend so tun. In anderen Ländern wird ja auch immer wieder darüber diskutiert, ob in der Wirtschaft, also sprich in der Privatwirtschaft, Unternehmenschefs von großen Konzernen ebenfalls einen Teil ihres Gehalts spenden sollen. Fänden Sie das sinnvoll? Was wir gemacht haben, ist ganz klar eine Verbindung mit den Förderungen. Das heißt, wer staatliche Förderungen nimmt, der sollte natürlich als Unternehmen auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wie die Nichtausschüttung von Dividenden in diesem Jahr und auch die entsprechende Anpassung der Gehälter. Es geht aber hier natürlich um die Vorstandsgehälter und nicht um jene generell der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch nicht in Führungsfunktionen. Aber das heißt, Vorstandsgehälter sollten angepasst werden, wenn man Förderungen beantragt? Nein, das haben wir schon entsprechend geregelt, dass die Dividenden es geht hier um Dividendenauszahlung und das andere um Boni, dass die entsprechend angepasst werden müssen. Da gibt es die klare Regelung, die dann gilt, wenn ich den Nothilfefonds für Corona in Anspruch nehme. Frau Ministerin, vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben für uns. Schöne Grüße ins Ministerium. Herzlichen Dank. Dankeschön. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich wieder zurück und dann ist der SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch gleich bei mir zu Gast. Mit dem sprechen wir natürlich auch gleich über dieses Thema. Ist das sinnvoll, dass ein Teil des Gehalts gespendet wird und wird dem die Opposition auch folgen, diesem Beispiel der Regierung? Aber natürlich auch, wie beurteilt er die Lockerungsmaßnahmen? Und wie sieht es eigentlich mit der SPÖ-Mitgliederbefragung aus? Wann wird hier ein Ergebnis präsentiert oder hat es vielleicht sogar schon und kann es uns heute hier präsentieren? All das gleich nach einer ganz kurzen Werbepause.